Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Online-Einführung Social Media in der Erwachsenenbildung. Mein Name ist Peter Webhofer, ich bin Erwachsenenbildner, Trainer und Organisationsentwickler und beschäftige mich schon sehr lange Zeit mit der Fragestellung, wie können soziale Medien eingesetzt werden, um Dinge in unserem Arbeitsalltag zu erleichtern. Ich würde Sie jetzt gerne auf eine Reise mitnehmen zu drei Fragen. Zur ersten Frage, was sind soziale Medien? Was sind Social Media überhaupt? Zur zweiten Frage, wie funktionieren Social Media? Und zur dritten Frage, welche aktuellen Plattformen sind aktuell relevant? Kommen wir zur ersten Frage, was sind Social Media? Ab in etwa 2004 entwickeln sich Online-Portale, auf denen sich Menschen miteinander vernetzen können, auf denen sie sich austauschen können, wo sie Informationen untereinander teilen können und wo sie auch über Waren, Dienstleistungen, Produkte, beispielsweise Bildungsangebote miteinander in Dialog treten können. Damit verbunden ist eine neue Kultur, eine Kultur des Austauschens, eine Kultur der Vernetzung und eine Kultur, die wir erst langsam auch lernen müssen. Das ist soziale Innovation. Technologisch haben wir das erfunden und jetzt gilt es, diese neuen Medien, diese neuen Möglichkeiten sinnvoll für unseren Arbeits- und Berufsalltag oder auch unser Privatleben zu nutzen. Ein Blick in die Geschichte zeigt uns recht schnell, wir haben es da mit einem relativ unter Anführungszeichen jungen Phänomen zu tun, nämlich ab 2003 sind die Social Medias langsam nach Österreich gekommen. 2003 wurde Xing gegründet, 2006 Twitter. Ab in etwa 2007 hat diese Social Media Welt noch einen neuen Turbo bekommen, nämlich wir nutzen diese sozialen Medien hauptsächlich über unser iPhone, über mobile Geräte und sind dort 24 Stunden online. Werfen wir einen Blick zurück auf die Geschichte in die Welt 0.0, wie ich sie bezeichnet habe, wo das Leben noch einfach war, wie viele sagen. Dort gab es kein Internet, dort gab es sozialen Austausch im unter Anführungszeichen echten Leben. Mit der Erfindung des Internets kamen dann erste neue Kommunikations- und Austauschformate dazu. Das Internet war allerdings ein Internet, das eher Einweg-Internet war, Einweg-Information war. Wir konnten uns zwar mit ersten E-Mails stümperhaft miteinander austauschen, aber grundsätzlich konnten wir aus dem Netz Informationen abrufen. Eine Website 1997 des ORF war vergleichsweise beschaulich und einfach gestaltet. Es gab dort kaum Möglichkeiten, miteinander in Dialog zu treten. Das hat sich mit Aufkommen der Social Media total verändert, nämlich dort vernetzen sich Menschen über soziale Medien und bleiben so miteinander in Kontakt und tauschen sich über Social Media Plattformen aus. Social Media Plattformen sind weder gut noch schlecht, sondern leben von den Inhalten, die Menschen dort publizieren und posten. Schlechte Inhalte habe ich dann, wenn ich mit Menschen befreundet bin, die dort schlechte Inhalte posten. Gute Inhalte habe ich, wenn ich mit Menschen vernetzt bin, die gute Inhalte posten. Beschäftigen wir uns jetzt ein wenig mit der Frage, was zeichnet soziale Medien eigentlich aus? Ein wichtiges Merkmal ist es, dass dort Menschen sehr einfach Informationen online stellen können, sozusagen von passiven Empfängern zu aktiven Sendern werden. Interaktivität und Dialog sind ein wichtiges Merkmal, auch die Aktualität und die Schnelligkeit, in der dort beispielsweise neue Dinge gepostet und online gestellt werden können. Wir erwischen oder erreichen große Reichweiten. Das ist im Positiven wunderbar, wenn wir etwa einen Spendenaufruf machen wollen, ist aber auch im Negativen da, wenn wir beispielsweise beschimpft werden, dass unser Bildungsprogramm zu schlecht ist. Leichte Zugänglichkeit. Mit Smartphone können wir relativ schnell Informationen online stellen und soziale Medien leben von einem, nämlich von Multimedialität, das heißt Text, Bild und Ton miteinander kombiniert. Wie funktionieren jetzt soziale Netzwerke? Um Ihnen das zu erklären, lade ich Sie auf eine kleine Zeitreise ein. 1990. Zwei Menschen lernen sich bei einer Bildungsveranstaltung in Wien kennen.
Sie tauschen Telefonnummern und Postadressen aus und kommunizieren über Briefe und Post. Auf die jeweiligen Netzwerke haben sie keinen Zugriff. Im Jahr 2016 ist das ganz anders. Dort tauschen sich die zwei Personen wahrscheinlich über Social Media aus, indem sie sich miteinander verknüpfen. Ab diesem Zeitpunkt, wo dann die blaue Person etwas postet, kann das die orange Person lesen. Sie abonniert sozusagen die Neuigkeiten der blauen Person. Umgekehrt funktioniert das auch, nämlich sobald die orange Person postet, kann die blaue Person etwas lesen. Sie hat die orange Person also auch abonniert. Es geht aber noch weiter, nämlich wenn jetzt diese einzelnen Personen auf ein Posting reagieren, bekommen das auch die Netzwerke mit denen sie verknüpft sind. In unserem Falle postet jetzt beispielsweise die blaue Person, dass ihr eine Bildungsveranstaltung in Tirol gut gefallen hat. Die orange Person kommentiert das und ab diesem Zeitpunkt, wo die orange Person das kommentiert, kriegen das die Freunde dieser Person mit. Umgekehrt funktioniert das ebenso. Was können wir jetzt mit sozialen Medien tun? Die einfachste Möglichkeit besteht darin, wir verknüpfen uns mit allen spannenden Menschen, die wir so kennen, die etwas Interessantes zu sagen haben. Ab diesem Zeitpunkt haben wir diese Personen quasi abonniert und kriegen die Informationen, die diese Menschen posten und online stellen. Die zweite Möglichkeit ist es, wir nutzen soziale Medien, um uns selber darzustellen. Als Bildungseinrichtung, als Privatpersonen, als jemand, der ein Bildungsprogramm anbietet. Wir sind präsent in den sozialen Medien, haben dort ein Profil, teilen relevante und wichtige Inhalte und werden so wahrgenommen. Und die dritte Möglichkeit ist, wir vernetzen uns und gehen in den Dialog mit anderen Menschen, bauen Netzwerke auf und entwickeln gemeinsam Dinge weiter. Welche Social-Media-Plattformen gibt es und welche sind wirklich relevant? Das ist eine sehr spannende Frage, die viele Menschen beschäftigt. Dazu sagen muss man an dieser Stelle, dass es unzählige Plattformen gibt, dass immer wieder neue Plattformen entstehen und dass alte Plattformen auch verschwinden. Ich habe versucht, so eine einfache Kategorisierung zu erstellen und unterscheide zwischen so Plattformen wie Wikis und Blogs. Wikis beispielsweise die berühmte Wikipedia, wo Menschen gemeinsam Dinge erstellen, Texte erstellen, Einträge erstellen, die sie auch kommentieren können. Blogs sind Online-Tagebücher, die mittlerweile zur Standardeinrichtung von Webseiten gehören sollen und auch für Bildungseinrichtungen natürlich hochrelevant sind, laufende Updates auf der Webseite zu erstellen. Die nächste Kategorie sind Social Networks und ich unterscheide dort zwischen Business-Netzwerken wie LinkedIn oder Xing und zwischen unter Anführungszeichen klassischen Social Media Networks, wo Facebook, Twitter oder Google Plus dazugehören. Auch da merkt man, dass sich diese Plattformen im Laufe der Zeit immer wieder verändern. Eine weitere Kategorie sind dann so Sharing-Plattformen wie YouTube, wo man Videos teilen kann, kommentieren kann, auch Kanäle abonnieren kann, oder Instagram, eine sehr beliebte Plattform aktuell bei jungen Menschen, wo es darum geht, Fotos zu teilen und diese zu kommentieren. Und nicht zu vergessen sind all diese Plattformen, die irgendwie mit Verkauf und Bewertung zu tun haben. Allen voran ist es beispielsweise Booking.com oder Plattformen wie Amazon. Ich möchte Ihnen jetzt noch vier Plattformen vorstellen, die Ihnen wahrscheinlich schon in der Arbeit untergekommen sind, beziehungsweise mit denen Sie auch beruflich immer wieder zu tun haben werden. Beginnen wir mit Facebook, die größte Plattform in Österreich. Gegründet wurde sie 2004. Etwa 3,7 Millionen Österreicherinnen und Österreicher nutzen diese Plattform regelmäßig. Sie nutzen sie beruflich und privat. Das ist ein großes Kennzeichen von Facebook, dass diese beiden Bereiche in dieser Plattform verschwimmen. Es gibt dann für Privatpersonen die Option, sich
mit einem Profil dort anzulegen und vertreten zu sein. Für Unternehmen gibt es die Option, eine eigene Unternehmensseite aufzubauen. Der Unterschied ist, Privatprofile müssen sich gegenseitig eine Freundschaftsanfrage stellen, um miteinander verknüpft zu sein. Bei Seiten reicht ein Klick auf Gefällt mir, um die Seite zu abonnieren. Und eine spannende Funktion gibt es auch für den Bildungsbereich. Das sind sogenannte Facebook-Gruppen, mit denen man einen abgeschlossenen Raum für bestimmte Personen erzeugen kann. Zweite Plattform, die aktuell relevant ist, ist Twitter. Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, 2006 gegründet. Etwa 150.000 Österreicherinnen nutzen diesen Dienst, hauptsächlich Politikerinnen, Journalistinnen und Menschen aus dem Bereich der Wissenschaft. Auch wieder berufliche und private Nutzung. Wir haben 140 Zeichen, das unterscheidet Twitter von sehr vielen anderen Netzwerken, 140 Zeichen, um unsere Botschaften dort abzusetzen. Es gibt den berühmten Hashtag und es gibt die Follower auf Twitter. Journalistinnen und Politikerinnen sind dort vertreten, was natürlich bedeutet, sie können Twitter sehr stark auch passiv nutzen, indem sie sich dort mit wichtigen Menschen vernetzen, indem sie wichtigen Menschen dort folgen und sowas bauen wie einen privaten Newsraum. Xing, und da kommen wir jetzt im Bereich der Business Networks. Xing ist ein klassisches berufliches Netzwerk, 2003 gegründet. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Man sagt, ungefähr 800.000 Österreicherinnen und Österreicher verwenden das und heißt hauptsächlich für die berufliche Nutzung. Ich kann in Xing mich wieder mit einem Profil darstellen, mich mit Menschen hauptsächlich aus dem beruflichen Kontext vernetzen und dort auf Fachpersonal und Unternehmen treffen, Stellenangebote finden, Veranstaltungen sehen oder mich in Fachgruppen zu unterschiedlichen Themen austauschen. Und zum Schluss gibt es noch die Plattform LinkedIn, die sozusagen ein Business-Netzwerk ist mit internationaler Ausrichtung, 2003 gegründet. Etwa 230.000 Österreicherinnen und Österreicher nutzen LinkedIn regelmäßig als berufliches Netzwerk. Es besteht dort auch die Möglichkeit, ein eigenes Unternehmensprofil anzulegen, Lebensläufe in mehreren Sprachen beispielsweise zu speichern, an Themengruppen teilzunehmen. Wichtig ist, und das ist Merkmal von Xing, eine internationale Ausrichtung. Zum Abschluss noch ein paar kleine Tipps für die Praxis. Ich werde immer wieder gefragt, was ist es, was macht Erfolg in sozialen Medien aus? Und da gilt als erste wichtige Regel, am Anfang steht die Beobachtung. Das heißt, beobachten Sie, wie soziale Medien funktionieren, beobachten Sie, wie Menschen aus Ihrem Umfeld diese sozialen Medien auch beruflich nutzen. Nehmen Sie dann langsam aber sicher an den sozialen Medien selber teil, aktiv teil. Posten Sie, kommentieren Sie, schreiben Sie und spüren Sie, wie diese Dynamik in den sozialen Medien langsam aber sicher zum Leben beginnt. Vervollständigen Sie Ihre Profile. Mir kommen in meiner Arbeit immer wieder viele Profile unter, die nicht vollständig sind, wo Bilder fehlen, wo beispielsweise Unternehmen mehrere unterschiedliche Logos haben. Schauen Sie, dass Sie einen einheitlichen Auftritt in den sozialen Medien haben. Das gilt vor allem für Unternehmen, die dort viel Aufholbedarf haben. Mein Tipp ist, konzentrieren Sie sich auf wenige Plattformen und nutzen Sie diese Plattformen gescheit. Und zum Schluss, soziale Medien und der Umgang damit, das müssen wir spielerisch, lernend, reflektieren. Reflektieren Sie immer wieder, was funktioniert nicht, was ist aufwendig, was ist nicht aufwendig. Spielen Sie und lernen Sie mit sozialen Medien. Und dann kann fast nichts mehr daneben gehen.